und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Wir sind mittlerweile heute wieder am einen Regentag angekommen, aber ist ja auch nicht so wilde. Ich packe mal direkt die Schaufel aus. Hier gibt es zwei Schnecken, die eigentlich kaum interessieren. Was mich eher interessiert, sind mit der Fossilien, die wir heute hoffentlich finden werden. Dann interessiert mich natürlich der Laden, was wir da machen können. Und mal schauen, was sonst noch. Ach, das ist schön, einmal ganz entspannt Platz nehmen zu können. Aber sobald ich sitze, ist das für mich geschehen, denn ich habe erst einmal Wurzeln geschlagen. Läuft das bei dir? Bettina! Bist du heute wieder frisch drauf? Wir sehen uns heute bei euch oft. Ich habe einen neuen Fan. Okay, ich wollte mit dem Blauen. Ach ja, Maschine, morgen kriegen wir das Ergebnis der Akademie des schönen Hauses. Ich denke, ich habe mit einer Inneneinrichtung echte Chancen. Die Frage ist nur, ob die Punkte euch denn genauso gut drauf sind wie ich? Was meinst du? Ah, das heißt, wir kriegen morgen wieder was. Das ist sehr schön zu wissen. Aber okay, dann. Wissen wir es ja jetzt schon mal. Dann gucken wir mal kurz nach dem 30.000 Sternisbaum. Der müsste eigentlich fertig sein da hinten. Wir haben ja einige gepflanzt. Hier wächst der auch schon wieder. Das ist sehr schön. Und ja, er ist fertig. Hey. Kommt. Runter, Sternis. Der 30.000 Sternisbaum. Ich glaube, ab jetzt kriegt man jeden Tag einen Baum, wenn ich mich nicht ganz irre. Kann auch sein, dass es nicht ist. Deswegen. Ja, ich möchte nicht zu viel versprechen. Aber egal. Wir haben gleich zwei Fossilien. Das ist sehr schön. So, her mit dir. Fossil 1 ist ausgegraben. Fossil 2 hier hinten noch nicht auf. Ja, perfekt. So. Wollen ich euch mal einen Ballon oder so? Da, ich sehe da was. Das, ich sehe da gerade was wegfliegen. Geh halt runter. Ja, hallo, geh runter. Ich hab den verdammten Ballon, was auch immer das ist. Es ist ein gelber. So, jetzt ist er da. Ich hoffe, das passt jetzt auch. Passt nicht. Ich kann ihn nicht abwerten. Okay, dann muss ich auf die andere Seite. Warten wir jetzt, bis er hier vorbeikommt. Ich hab ihn. Zum Glück. Was gibt's? Ah ne, Bambus-Schachtel-Kobold gibt es. Also es gibt auf jeden Fall trotzdem einen Ballon, der Geld bedeutet. Also, das ist ja krass. Aber es ist ja im Endeffekt erstmal egal. So, Nuk, was hast du im Angebot? Strohbett. Also, nein, das ist ja nicht das Angebot. Das ist ja das Dings des Tages, was wir verkaufen können. Und heute hat er... auch nicht so großes Angebot. Das ist ein Digitalwecker. Brauchst du den irgendwie? Ja, ich nehme es einfach mit. Nein, für den Laden zum Aufbauen. Also wahrscheinlich Katzenklo, ne? Ja, komm. Nehmen wir uns auch noch mit. 1100. Den Studenten, den nehme ich nicht mit. Der sieht absolut scheiße aus. So. Hier, noch ich mal so mein Angebot. Gut schauen. Das Schirm, nein. Ne, sonst nichts im Angebot. Okay. Dann war's das für die Tonne und ja. Ich gehe mal kurz runter zum Flughafen. So, okay, das wäre kurz erledigt. Und dann. Habe ich noch ein paar Fossilien irgendwo ganz oben gesehen, wenn mich gar nicht alles täuscht. Also es war echt noch ganz schön ein Steinbaum gewesen, das war noch ein Fossilbaum. Ups. Sollte vielleicht richtig hinschauen. Und ja, da oben ist das nächste Fossil. Dann haben wir schon drei heute zusammen. Da fehlen nur noch ein oder zwei, weil man kann bis zu fünf. Ich denke mal, vier kriegt man definitiv jeden Tag. Es kann noch ein fünftes geben.
Aber wir müssen erstmal die Viertes finden. Oder haben wir drei? Ja, wir haben drei. Okay. Okay, der Käfer hat sich einfach verpieset. Der hat keinen Bock auf mich. Günther, bist du da? Oh ja, und das sieht schön aus bei dem. Das ist ein richtiger Technik-Freak, Mann. Was ist denn da auf dem PC drauf? Sag mal, programmierst du hier gerade was, oder? Du skypst noch mit jemandem. Läuft bei dir, Günther. Oh, Maschine, willkommen im Castle Günster. Was machst du? Sehr gute Frage. Das Produkt meiner handwerklichen Ace Bekarten soll Handwerkswandregal sein. Das ist der Eingebens- und Projekte. Tiefstecker tut überhaupt nichts zur Sache. Willst du mehr wissen? Träumst du auch mal schon von einem Eisenwandregal? Ja, klar. Einer meiner Träume ist sogar an mich. Nicht mehr, aber ich habe alles in dieser Anleitung notiert. Danke dir. Die Anleitung kommt von mir, also kann ich nichts schief gehen. Versuch dich daran. Machen wir doch gerne. Dann lernen wir mal direkt. Aber Günther, der kann ruhig gerne hier bleiben. Das ist ein schöner Charakter, den mag ich. Der bleibt hier bei mir. Allerdings, eine Nora, Gott, was? Sag, Maschine, ist ja schon die Emotion mit dem Namen Begeisterung bekannt? Sieh gut hin, angenommen, ich hätte gerade ein großartiges Rezept für Rhabarber komplett entdeckt. Diese Art kann man zeigen, dass man voller Freude über etwas hieß. Dann ein neues Emote, dankeschön. Begeisterung. Wie viele Emotes haben wir jetzt eigentlich? So gut wie viele hier. Ich glaube, es gibt aber noch mehrere Emotes, deswegen. Damit ich mir jetzt nicht gerade festlegen auf ID Mode. Ist hier noch irgendwas, was man gut gebrauchen könnte? Oh ja, hier ist das vierte Fossil des heutigen Tages. Allerdings stand ich jetzt gerade nicht richtig. Jetzt aber. Es könnte also noch ein fünftes geben. Ich gucke nach. Weiß auch nicht, ob es wirklich gibt. Das werden wir gleich sehen. Ansonsten nehmen wir das Unkraut noch mit hier oben. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht getan. Und schaue nach, wo es weiter hingeht. Hi Dietmar, na, wie geht's? Mir ist es gemütlich, dass ich den ganzen Tag lang sitzen bleiben könnte. Ich wünschte, ich hätte sowas für zu Hause. Dietmar, du bist zu Hause. Okay, eindeutig mit Dietmar stimmt irgendwas nicht. Der ist echt psychisch verwirrt. Komisch, aber naja, gut, ist halt so. Und hier gibt es 10.000 Sternis. Endlich. Genau, in den gelben Ballons gab es nämlich immer noch ein paar Sternis zu holen. Und das haben wir jetzt auch gerade eben getan. So, wir haben jetzt 4 Fossilien, ich glaube, 5 gibt es nicht mehr, deswegen lassen wir das und schauen uns mal bei Tina und Sina vorbei. Da, wenn man sogar Sina jeden Tag anspricht, dann. Ja, taucht er das auf, das ist sozusagen wie bei mir, wenn ich, also halt Schüchternheit und sowas, man kennt es Leute, oh, Pitt ist da. Ja, danke, Chris, willkommen in unserer Schneiderei. Die verkaufen maßgeschneiderte Mode. Ja, das weiß ich. Hallo, Pitt. Hey, Maschine, so ein Zufall, dich hier zu treffen. Lass uns quatschen. Als ich gehört habe, dass es die Schneiderei öffnet hat, bin ich sofort hierher gesprintet. Werde ich gar nicht zu den Trendsettern werden, wenn ich hier öfter herkomme, Mounts. Egal, hallo, Sina. Wenn du ein Anliegen hast, wende ich bitte an den anderen Igel, ja? Naja. Hast du eigentlich noch euch was zu erzählen? Nicht nach oben. Anscheinend nicht. Schade. Hätte ja sein können. Ja, aber hier gibt es nichts Besonderes gerade. So auf die weißen Turnschuhe. Hätte ich gerne in Schwarz, aber naja. Gibt's halt nicht. Auf jeden Fall nichts weiter für mich dabei. Schade, schade. Ah, naja. Ist halt einfach so. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Guck mal, Leute, hier ist das goldene Loch. Beziehungsweise die Sternis. Für unseren nächsten Sternibaum.
Das ist doch mal wieder was Schönes. Dann können wir uns gleich wieder die 30.000 Sternis-Baum pflanzen. Ich wollte es nicht in den Geldbeutel schwarz vergraben, Mann. Jetzt vergrab den Scheiß. Danke. Sehr schön. Flaschenpost gefunden. Was haben wir denn hier so Schönes? Als ich letzte Nacht gedankenversunken den Mond betrachtete, fiel mir diese Anleitung ein. Ich hatte sie behalten, doch irgendwo kann langweilig werden. Jetzt bist du dran. Charlie. Okay. Schick Feitentürkranz. Klingt komisch, aber dann mir einfach mal. Und okay, dann haben wir da eine wunderschöne Königslibelle. Sehr schön. Danke für die Libelle. Und mal schauen, wie es weitergeht. Übrigens jetzt noch nichts Interessantes aus dem Baum gefallen, außer Geld halt. Und vielleicht eine Biene. Beziehungsweise Wespe war es ja. Die Biene, Wespe sind das ja hier. Ah, da ist ja nicht mal was. Ein Care-Set. Wow. Cool. Das wollte ich schon immer haben. Und gleich das nächste. Eine Mikro. Oh, guck hier, die Mikrowelle. Die könnten wir echt gut gebrauchen. Und, oh, der nächste. Zack. Was zum Sammeln. Sackträger hieß das, genau. Sehr schön. Haben wir das. Biene ist jetzt weg, aber ist egal. Oh, Leute, das fünfte Fossil ist hier. Wir haben fünf Fossilien an dem Tag gefunden. Sehr schön. Her damit. Sehr schön. Fünftes Fossil ist ausgegraben. Ich habe an euch einiges zu verkaufen. Ich habe einige Tierchen gefangen, die wir alle ja schon besitzen und im Museum haben. Ich möchte sie gerne an euch weitergeben. Und mal gucken, was ich jetzt dafür kriege. Ich mal kurz zusammen durch. So, insgesamt bekämpfst du 14.000. Komm nicht bitte auf 15.000 hochrunden, Mann. Ich hasse das, dass du nie hochrunden. Aber okay, okay. Dann machen wir es halt so. Und ja, dann gehe ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fossilien überprüfen lassen. Vielleicht bringen die auch mal etwas Kohle ein. Okay. Hey, ich habe noch was zu verkaufen für euch. Wir verkaufen, und zwar habe ich so einiges noch an euch. Wir verkaufen einmal dieses, was ist denn jetzt, Reifenspielgerät und diese vier Sachen noch. Naja, ich rechne mal kurz durch, das macht dann so um die 7260 Sternis. Echt wenig für Fossilien, aber okay, wir machen es einfach mal. Und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen kurz Hauskredit abbezahlen. So, zahlen wir mal 60.000 ein. Dann sind wir bei 270.000 Kredit noch. Und das sollte hoffentlich dann passen. Wir haben jetzt noch 30.000 in der Tasche, das passt also auch. Was ist eigentlich hier drin? Metallkanister und nächsten Samen. Okay, sehr schön. So. Okay, ich würde sagen, damit war's das für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Da ist wieder Sonntag. Und jetzt wird halt die Sonntagfolge am Montag, deswegen passt das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.